Also gebrochen heißt eckig, scharfkantig und das trägt die Last wesentlich besser nach unten ab als hier so ein rundes Korn. Bevor ich dir praktisch zeige, wie wir das Material hier einbauen, möchte ich erstmal kurz auf die Frage eingehen, warum solltest du Schotter oder Split, wir nehmen hier ein Gesteinsgemisch in der Körnung 05, warum solltest du das überhaupt für deine Einfahrt verwenden? Ganz klar, der Riesenvorteil ist, es ist preisgünstig und du bekommst ganz einfach eine wunderbar saubere Fläche hergestellt. Die ist nutzbar, die hat jetzt nicht die Haltbarkeit wie eine Pflasterfläche, aber im Vergleich zu den Kosten ist es natürlich unheimlich attraktiv, sich so eine Fläche selber herzustellen. Mal kurz der Gedanke, du hast vielleicht gerade ein Haus gebaut, Außenanlagen sind noch nicht ganz fertig und du weißt, ach Mensch, jetzt die nächsten 3 Jahre kommst du auch nicht dazu, die Außenanlagen anzupacken. Dann nimm dir ein bisschen Geld in die Hand, das sind 300-400 € für das Material. Zieh das einmal sauber drüber, verdichte das und du hast eine ordentlich nutzbare Fläche und nicht überall diese groben Schottersteine. Was ist natürlich ein Riesenvorteil von diesem Split? Er ist drehenfähig, er lässt das Wasser schön nach unten durch, ist natürlich etwas unkrauthemmend. Also es ist jetzt nicht, dass dir dann wirklich ständig nur das Gras durchwächst. Und du kannst auch natürlich kleine Fehlstellen mal fix ausbessern, nimmst du dir den Haken raus, das auf. Und wenn du vielleicht am Anfang etwas mehr Material bestellt hast, dann kannst du da ganz einfach mal noch einen Eimer voll drauf machen. Nimmst dir eine Rasenwalze, die verlinke ich dir jetzt gleich mal unter dem Video, dass du weißt, was ich meine. Da kannst du das wieder andrücken, musst du nicht mal eine Rüttelplatte holen. Oder wenn du es als Familienprojekt machen willst, dann hängst du deinen Stiften ein paar Holzbretter unter die Schuhe und die können das festtreten, das reicht völlig aus. Und ja, ihr bekommt einfach schnell ein schönes, ordentliches Ergebnis. Das geht natürlich auch für kleine Gartenwege und ähnliches. Baut euch eine kleine Randeinfassung und den Split rein und das hält wunderbar. Kurzer Einwurf noch zwischendurch, wenn dir meine Projekte gefallen, ich dir bei deinen privaten Projekten weiterhelfe, dann aktiviere doch die Kanalmitgliedschaft. Du unterstützt mich damit mit einem kleinen Beitrag und bekommst als erster meine Videos und ich gehe auch bevorzugt auf deine Kommentare ein. Will ich auch mal kurz die Kosten betrachten. Reinweg die Deckschicht, ja. Da ist man natürlich drunter noch ein bisschen eine Tragschicht benötigt, ist klar. Aber rein die Deckschicht, eine Stärke von 5 cm ist da ausreichend. Da brauchst du ungefähr 100 Kilogramm Masse pro Quadratmeter. Das heißt, du kommst mit einer Tonne, kannst du 10 Quadratmeter Fläche herstellen, versiegeln. Und was kosten die? Ich rechne bei einer Tonne ungefähr mit reinen Materialkosten vielleicht 25 € brutto, also inklusive Mehrwertsteuer. Und wenn du 10 Tonnen brauchst, dann bist du dabei 250 €. Rechne nochmal 100 € für den Transport dazu. Und also über den Daumen 350 € und du kannst dir eine wirklich schöne Fläche herstellen. Ich stehe jetzt hier schon drauf und zeige dir im Anschluss jetzt, wie wir die Fläche hergestellt haben. Beziehungsweise ich drehe einfach mal die Kamera um und zeige dir, wie das hier aussieht. Wunderbar. Hier zeige ich dir mal mein provisorisches Kamerastativ. Ja, so ist es eben hinter den Kulissen. Und du siehst schon hier, tipptopp, einmal mit dem Bagger abgezogen und das ist jetzt natürlich wirklich recht groß. Wir gucken gleich noch mal fix die Ecke rum, damit erkennst du, was dich jetzt hier im Video erwartet. Ja, die ganze Fläche stellen wir jetzt hier her. Die Jungs machen gerade Pause, habe ich das wenigstens auch mit drauf, dass die auch mal Pause machen ab und zu. Mit dem Bagger abgezogen. Wenn du jetzt einen kleinen Gartenweg machst, dann reicht das natürlich, wenn du dir ein Brett nimmst, was 1,5 Meter breit ist und ziehst so eine Fläche ab. Drückst das mit der Rasenwalze etwas fest oder mit einer kleinen Rüttelplatte und ja, achtest aber bitte darauf, dass das Material immer schön feucht ist. Im ersten Schritt zeige ich euch den Ursprungszustand dieser Fahrbahn, dieser Schotterfläche, die ums Haus führt. Und ich habe schon mal ein ähnliches Video dazu gemacht. Da ging es darum, wie Schotter bearbeitet werden muss, wenn er später bepflastert werden soll. Thematisch ist das eigentlich ist relativ dasselbe. Und ihr seht jetzt, das hatte ich damals relativ theoretisch erklärt. Und hier seht ihr jetzt mal in der Praxis, wie das umgesetzt wird. Ich verlinke mal das Video hier oben in der Ecke. Könnt ihr euch gerne im Anschluss anschauen. Also los geht's. Wir schauen uns mal den Ausgangszustand an. Die Schotterfläche, also hier sieht man es wirklich gut. Im Laufe der Zeit, hier hat sich immer das Wasser gesammelt und der Schotter, die Räder, die drücken das Material zur Seite raus. Auch da im hinteren Bereich, die Autos fahren immer die Kurve rum
und schieben den ganzen Split im Laufe der Zeit raus. Hier ist es jetzt schon so schlimm, wenn man jetzt so eine Einfahrt nicht regelmäßig pflegt oder vielleicht alle 2 Jahre mal die Löcher ordentlich saniert, dann wird das wirklich so schlimm, dass man so irgendwann sagen muss, gut, es muss alles grundhaft raus und einmal neu gemacht werden. Und das bedeutet hier, wir ziehen einmal alles komplett ab und machen das auch, also bis wir unten auf der Schotter-Tragschicht sind, das ganze feine Material hier muss runter. Und ja, genau, hier hinten die Ecke müssen wir dann noch ein bisschen mehr abziehen. Ich gehe mal hin, ich hoffe, das sieht man. Hier sieht man es richtig genau. Ein bisschen runtergehen. Also hier wurde alles rausgefahren und hier drüben drauf ist jetzt so ein richtiger Buckel, ja. Und das Wasser müssen wir mal sehen, wie wir diesen Buckel hier oben drauf, den müssen wir auch ordentlich abziehen und wieder planieren. Seht schon da vorne Ramon mit dem Radbagger. Zieht das Material ab, das laden wir gleich weg, dass es hier nicht im Weg liegt. Und dann schauen wir uns das mal hier vorne an. Hier rechts, die Borden haben den Anschlag, der wird wieder so bleiben. Auf der linken Seite wird dann später die Phase rausgucken vom Tiefbord. Das werden wir auch so lassen. Und so sind rechts und links unsere Höhen hier schon mal gegeben. Das Material geht wieder auf unseren Lagerplatz. Das ist zum Entsorgen fast schon zu schade. Da finden wir schon noch mal Verwendung dafür. Und hier ziehen wir das ab. Ja, wenn ich mir das Vorhandene jetzt hier angucke, also so wirklich viele grobe Anteile sind ja auch nicht mehr dabei. Weiß nicht. Und hier hinten die Ecke rum, das haben wir schon gemacht. Man muss natürlich dann bei so einen Einbauten aufpassen, das sind immer fixe Höhen, die lassen wir. Die werden wir nicht verändern und hier sind wir jetzt einfach 5 cm drunter, dass wir unser neuer Split, also wir nehmen hier einen 0,5er Split, den wir hier einbauen, oder Gesteinsgemisch heißt es richtig, 0,5er Gesteinsgemisch, und damit wird das dann später wieder eine schöne Schotterfläche. Hier vorne haben wir uns eine provisorische Einfahrt gemacht, vorne bis hoch geschottert, einfach dass später der LKW reinfahren kann. Hier sehe ich gerade, ist noch ein Schacht versteckt, das haben wir noch gar nicht gesehen. Interessant. Und ja, wichtig ist jetzt natürlich, dass diese Schicht, die hier, wartet mal, ob ihr mich seht. Wichtig ist, dass wir diese Lage, die wir jetzt hier abziehen, dass wir die nicht verdichten. Das würde dazu führen, dass die Oberfläche ganz glatt wird und die 0,5er Schicht, die wir dann am Ende aufbringen als Deckschicht sozusagen, dass diese oben ganz glatt drauf liegt und die würde sich oben drauf bewegen, wieder abscheren. Und wenn wir das jetzt in dieser Verfahrensweise machen, dass der Untergrund ein bisschen aufgelockert, ein bisschen rau ist, führt das dazu, dass das Gestein so besser ineinander verzahnt und das Ganze auch gegen das Schieben, gegen das Drücken der Räder einfach seitlich auch noch ein bisschen stabiler wird und die ganze Schicht etwas länger hält. Hier am Rand als Begrenzung ist ein Rindstein verbaut, ein Multenstein. Und das bedeutet natürlich, wir müssen dann später mit unserem Split hier ein ganz kleines Stück höher bleiben, dass das Wasser natürlich immer hier reinläuft und jetzt nicht wieder davor stehen bleibt. Das Schlimmste bei so einer ungebundenen Bauweise, was passieren kann, ist, dass irgendwo Pfützen stehen. Denn Pfützen führen dazu, dass eigentlich immer Beschädigungen entstehen. So, ihr seht das, Ramon zieht das jetzt vorne ab und Robby geht dann hinterher, legt sich immer rechts und links in Steinen, hat da die Schnur dran festgemacht und dann wird im Nachhinein oder im Nachgang immer kontrolliert, wie viel schon abgezogen ist. Ja? Einfach Zollstock nehmen, gucken, ob es passt und ja, im ersten Gang gehen wir drüber mit dem Grabenräumlöffel und nehmen die Masse raus und im zweiten Arbeitsschritt hat er dann den Löffel liegen. Da vorne zeige ich euch mal der Abziehbalken. Der Abziehbalken liegt hier vorne. Das ist
Marke Eigenbau. Und mit dem kann man ganz prima die Fläche hinterher kletten. Da habe ich mir lediglich die Aufnahme bestellt, alles andere haben wir selber geschweißt. Und geht wunderbar, das Teil. Und das natürlich dann in Verbindung mit dem Bagger und dem Power Tilt, wo man den Löffel von drinnen wechseln kann. Muss man nicht aussteigen, um hier irgendwas zu tauschen. Das ist eine feine Sache. Ramon, willst du mit drauf aufs Video? Zum Glück ist es nicht so warm heute. Also im Schatten sind es nur 32 Grad. Hast du Glück, dass du im Bagger bist? Hast du Schatten? Für den Bagger 35. kannst du ja die Klima anmachen? Ja, da ist der Diesel aber schon leer. Naja, da ist eben der Diesel schneller leer, Ramon. Wenn Robby draußen leiten muss, muss ich auch leiten. Ja, ja, Mensch. Dafür hat das Ding so ein Gerät drin. Was mir jetzt gerade noch auffällt, hier, wenn wir den Schotter rausnehmen oder die oberste Schicht. Hier ist viel Rundkorn mit dabei. Also wenn er irgendwo so eine Tragschicht einbaut, dann achtet darauf, dass er möglichst gebrochene Gesteinskörnung nimmt. Wo habe ich den jetzt mal was Gebrochenes? Hier. Also gebrochen heißt eckig, scharfkantig und das trägt die Last wesentlich besser nach unten ab, als hier so ein rundes Korn. Und dann natürlich auch gut abgestuft, die von der Sieblinie her gut abgestuft. Das heißt, dass auch genügend Feinanteile mit da sind, die Hohlräume, die Zwischenräume gut ausfüllen. So, also ich habe für morgen einen LKW bestellt, einen 3-Achser-Hängerzug. Der kommt ja einfach wesentlich besser die Kurven rum. Ich hatte zwar eigentlich am Anfang einen Sattel kalkuliert, aber der Sattel wird mir schon da vorne wahrscheinlich nicht reinkommen. Und selbst die Kurve hier wird knapp werden. Deswegen nehme ich hier einen 3-Achser mit Anhänger. Der ist ein bisschen wendiger. Und dann kippen wir uns den Hänger wahrscheinlich hier vorne hin und die Maschine kann er dann hier abkippen. Da haben wir das Material gleich drin liegen. Das verteilen wir uns dann mit Bagger und Radlader, je nachdem wie wir es brauchen. Und dann ja, zeige ich euch im nächsten Schritt wahrscheinlich, wie wir das Material einbauen. Das sieht gut aus. Passt das mit der Fassade, Ramon? Wir bauen das Gesteinsgemisch ein und schauen wir nochmal auf die Ausgangssituation jetzt. Hier haben wir uns das Planum reingezogen mit dem Bagger und haben jetzt auch schon hier vorne die erste Lage Gesteinsgemisch eingebaut und einmal mit der kleinen Rüttelplatte abgedichtet oder verdichtet, besser gesagt. Warum mit der kleinen? Weil wir haben ja nur eine Schichtstärke von maximal 10 cm, die wir hier verdichten müssen. Deswegen sind hier 160 kg völlig ausreichend. Und mir hat aber die Endschicht jetzt noch nicht gefallen, die Endhöhe, weil es ein bisschen wellig war
Und deswegen haben wir uns jetzt einfach an den Bagger noch eine große Holzbohle dran gemacht. Und mit dieser können wir rechts und links jeweils aufsetzen und die Deckschicht wunderbar plan einbauen. Wir werden diese dann noch einmal abrütteln und dann ist die Sache hier fertig. Hier vorne in dem Bereich hier fehlt uns jetzt noch ein bisschen Material. Da nehmen wir uns jetzt einfach den Lader und machen hier noch einen kleinen Haufen hin, fahren mit dem Radpacker wieder zurück und ziehen das dann nach hinten hinweg. Auch hier rechts am Rand fehlt noch ein bisschen, das ziehen wir uns dann dort rein. Ihr seht es jetzt auch am Lader, Robby hat die von hier aus gesehen rechte Seite jetzt ein bisschen voller gemacht, einfach dass wir das Material dann am Rand haben und nicht in der Mitte. Konstruktion zeigen. Also wir haben hier unseren selbstgebauten Abziehbalken und haben jetzt einfach mit zwei Schraubzwingen eine lange Bohle dran gemacht. Für das meine feine Material, für das 05er funktioniert das prima. Aber ich denke hier bei 400 Quadratmeter, 450 Quadratmeter, die wir hier einbauen, ja, müssen wir dann sehen, ob wir die Bohle vielleicht zwischendurch auch mal wechseln müssen oder drehen müssen. Denn so eine Holzkante macht das natürlich nicht lange mit. Also wir arbeiten hier im Großraum Leipzig. Wenn ihr mal so eine Arbeiten habt hier und wollt das vergeben, dann könnt ihr mich gerne anrufen. Unser Brett war uns jetzt gerade hier hochgerutscht. Na, da reichen die Schraubzwinge nicht aus vom Anpressdruck her. Deswegen machen wir jetzt einfach hier unten mal noch ein paar Nägel rein. Und dann rutscht uns das nicht mehr weg. Wir haben hier noch so ein Spezialgerät zum Abziehen. Das ist ausnahmsweise mal nicht selber gebaut. Wenn ich einen Link dazu finde, dann knalle ich den jetzt hier gleich mal mit unter das Video drunter. Dann könnt ihr euch das mal angucken, wo es das zu kaufen gibt. Und Ramon, naja, der macht das ja wunderbar mit seinem Brett. Also Holz, aber dort seht ihr, die Nägel sind auch schon wieder krumm. So viel Druck ist da drauf. Und die Nägel sind schon wieder krumm auf der Seite. Okay. Muss ich sachte machen. Und bei der Witterung ist es immer wichtig, gleich abzurütteln. Ihr seht es da vorne, wo die Sonne hinkommt, da ist es schon hell. Ruckzuck ist die Feuchtigkeit aus dem Material raus und dann lässt es sich schlecht verdichten. Hier im Schatten, hier haben wir noch 10 Minuten, Viertelstunde mehr Zeit zum Rütteln. Alles was in der Sonne ist, da müssen wir ja hinterher sein und uns sputen. Jo, ich muss hier noch Patent anmelden, wir haben das jetzt noch mal umgebaut. Und zwar, dass wir es besser schwenken können. Ich habe mir jetzt einfach mal die Kettensäge geschnappt und habe das hier zurecht gesägt, rucki zucki. Und wenn das so passt, bin ich schon überlegen, ob wir das ganze Teil mal so aus Metall nachbauen. Uns hier einen schönen Abziehbalken zurecht machen, um so eine Sachen hier dann einfach ja, optimal lösen zu können. Aber so jetzt zum Probieren aus Holz ist das erstmal eine gute Sache. Und wenn es funktioniert, baue ich das dann mal 1:1 aus Metall nach, sodass es auch richtig Hand und Fuß kriegt. Jo, Plan B hat schon mal nicht funktioniert. Also wir hatten es ja erst hier vorne dran. Jetzt haben wir es mal unten drunter gemacht und schön auf die Schweißkante hier drauf gesetzt. Naja, probieren geht aber studieren. Ja, das sieht natürlich schön russisch aus hier. Ach, Katastrophe.
Mal sehen, ob es gleich wieder auseinanderfliegt. Herrlich. Das nächste Mal bestelle ich einen Asphaltfertiger. Da geht das auch. Ach, gucke, wunderbar. Jemand eine Bank hergestellt, damit ich hier schön zugucken kann. Wenn man jetzt noch ein Eis bringt, das wäre prima. Er hat aber auch Geschick in seiner Maschine. Du siehst hier hinter mir, die Fläche ist fertig. Die Hälfte haben wir jetzt fertig, die andere Hälfte ist analog dazu. Das brauche ich dir jetzt nicht nochmal zeigen. Ich verlinke dir mal hier oben in der Ecke ein interessantes Video, was thematisch dazu passt. Schau dir das gerne mal an.